Es gibt eine geheime Anweisung, die die Zellen sich so verhalten lässt. Etwa 4 Tage nach der Befruchtung erreichen die sich teilenden Zellen ein Areal, das speziell für sie vorbereitet wurde, die Gebärmutter. Um nicht vom Körper der Mutter abgestoßen zu werden, müssen sie sich in der Gebärmutter festsetzen. Doch der Embryo, der im Begriff ist zu entstehen, ist bisher nur ein runder Klumpen ähnlich strukturierter Zellen. Er hat keine Möglichkeit, an irgendetwas haften zu bleiben. Wie also hält er sich an der Gebärmutterwand? Auch dafür wurde gesorgt. Wenn die Zellen die Gebärmutterwand erreichen, nimmt ein spezielles System seine Arbeit auf. Was wir hier durch ein Elektronenrastermikroskop sehen, ist eine Morula, die die Gebärmutterwand gerade erreicht hat. Die Zellen an ihrer Außenseite sondern ein Enzym ab, das die Schleimhaut der Gebärmutterwand anlöst. Auf diese Weise setzt sich die Morula in der Gebärmutter fest und vermeidet, vom Körper abgestoßen zu werden. Die Anwesenheit dieser Zellen genau am richtigen Ort und ihre Fähigkeit, das notwendige Enzym abzusondern, beweisen einmal mehr die Perfektion der Schöpfung. Dank dieser vollkommenen Schöpfung vergräbt sich die Morula nun in der Gebärmutterwand. Die neue, lebende Kreatur, die nun zu wachsen beginnt, ist der Embryo. Diese Tatsache, entdeckt durch die moderne Wissenschaft, offenbart ein großes Wunder des Korans. Im Koran benutzt Allah das Wort Alaq, wenn er sich auf die erste Lebensphase im Mutterleib bezieht. Lies, im Namen deines Herrn, der erschuf. Er erschuf den Menschen aus einem sich Anklammernden. Lies, denn dein Herr ist gütig. Alaq heißt auf Arabisch etwas, das sich anklammert. Das Wort wird sogar für bestimmte Parasiten benutzt, die sich auf der Haut festsetzen und Blut saugen. Der Koran, der uns offenbart wurde, als das menschliche Wissen über die Biologie noch sehr beschränkt war, benutzt hier ein Wort, das exakt den Embryo im Mutterleib beschreibt. Das beweist einmal mehr, dass der Koran das Wort Allahs ist. Zahllose, einzellige Kreaturen leben auf diesem Planeten voller Leben. Diese Einzeller vermehren sich durch Teilung. Sie erzeugen exakte Kopien von sich selbst. Der Embryo, der sich im Mutterleib entwickelt, beginnt sein Leben auch als Einzeller. Und diese Zelle vermehrt sich, indem sie Kopien von sich selbst anfertigt. Würde diese Situation andauern, wären die Zellen des Ungeborenen alle gleich. Und das, was später das Licht der Welt erblicken würde, wäre kein Mensch, sondern eine formlose organische Masse. Aber das passiert nicht, denn die Zellen sind nicht ohne Aufsicht. Ein paar Wochen, nachdem das Spermium und die Eizelle zusammengekommen sind, beginnen sie unterschiedliche Formen anzunehmen, offensichtlich einer geheimen Anweisung folgend. Hier werden wir Zeugen dieser Veränderung, die von allen Wissenschaftlern als Wunder beschrieben wird. Die bewusstseinslosen Zellen haben angefangen, die inneren Organe zu bauen, das Skelett und das Gehirn.
In diesen beiden schmalen Spalten beginnen Gehirnzellen zu entstehen. Was wir hier unter dem Elektronenrastermikroskop sehen, ist der Beginn der Entwicklung des Gehirns. Die Hirnzellen werden sich rapide vermehren. Das Baby wird später mehr als 10 Milliarden Gehirnzellen besitzen. Hier sehen wir die Bildung der Hirnzellen. Jede Minute kommen 100.000 neue Zellen hinzu. Jede neue Zelle, die sich bildet, verhält sich, als wüsste sie, wo sie hingehört und mit welchen Zellen sie sich verbinden muss. Aus einer unendlichen Zahl von Möglichkeiten wählt sie nur die Verbindungen aus, die notwendig sind. Es gibt 100 Trillionen Verbindungen im menschlichen Gehirn. Um diese Trillionen Verbindungen fehlerfrei herzustellen, bedürfte es einer weit höheren Intelligenz, als wir Menschen sie besitzen. Die Zellen jedoch besitzen überhaupt keine Intelligenz. Dies alles gilt nicht nur für Hirnzellen. Jede der sich teilenden und vermehrenden Zellen des Embryos bewegt sich vom Ort ihrer Entstehung dorthin, wo sie ihre Funktion erfüllen wird. Und jede findet den Platz, der für sie geschaffen ist. Dort werden sie sich wiederum, wenn notwendig, mit anderen Zellen verbinden. Wer aber ist es, der diese Zellen, die sich ihrer selbst nicht bewusst sind, diesem intelligenten Plan folgen lässt? Professor Dr. Babuna beantwortet diese Frage. Wie ist es möglich, dass all diese Zellen zu ganz unterschiedlichen Orten wandern, als wenn sie plötzlich von irgendwoher eine entsprechende Anweisung bekommen hätten, die verschiedenen Organe zu bilden? Dies zeigt ganz deutlich, dass diese unbewussten Zellen, deren Genetik identisch ist und die nicht wissen können, wozu sie bestimmt sind, plötzlich einen Befehl von irgendwoher erhalten und daraufhin das Gehirn, das Herz und alle anderen Organe bilden. Das Heranwachsen im Mutterleib geht unaufhörlich voran. Einige der sich verändernden Zellen fangen plötzlich an, sich auszudehnen und wieder zusammenzuziehen. Hunderttausende dieser Zellen kommen zusammen und bilden schließlich das Herz. Dieses Herz wird ein Leben lang weiterschlagen. Gleich werden wir ein anderes Wunder sehen. Diese Zellen hier, die unabhängig voneinander angeordnet sind, sind die Zellen von Blutgefäßen, von Adern. Sie kommen plötzlich zusammen und verbinden sich miteinander. Und die Zellen formen die Blutgefäße. Schauen wir uns dieses großartige Bild noch einmal an. Wie haben diese Zellen gelernt, eine Ader zu bilden und wie bewerkstelligen sie das? Dies ist eine der Fragen, auf die die Wissenschaft noch keine Antwort gefunden hat. Die Zellen bilden später ein perfektes Leitungssystem ohne Risse oder Löcher darin. Die Innenseiten der Adern sind glatt, wie von Meisterhand gemacht. Dieses perfekte Adernsystem wird bald Blut in jeden Teil des Babykörpers transportieren. Die Länge des Adernsystems beträgt mehr als 40.000 Kilometer. Das ist fast so lang wie der Umfang der Erde. Die Entwicklung im Mutterleib geht weiter. In der fünften Woche werden die Arme und Beine des Embryos sichtbar. Diese Beule wird später ein Arm werden. Einige Zellen werden dann die Hände formen. Manche dieser Zellen werden bald etwas sehr Überraschendes tun. Tausende werden Selbstmord begehen.